Hallo und herzlich willkommen, Reisende durch das Universum, zurück zu Commander Keen for Hard Genocide. Keine Ahnung, warum ich das so komisch betont habe. Es könnte an der Müdigkeit liegen, weil wir haben gleich 8:45 und ich habe noch gar nichts aufgenommen und ich bin hundemüde. Eigentlich sollte ich wahrscheinlich jetzt schon schlafen, weil heute ein Arbeitstag war, wo ich wirklich 10 Stunden durchgearbeitet habe, mit einer einzigen Pause, wo ich eigentlich nur mal für eine Minute auf der Toilette war. Ansonsten habe ich kaum was getrunken. So gut wie... Nee, ich habe tatsächlich nichts gegessen, wenn ich so drüber nachdenke. Ist mir jetzt während der Arbeit gar nicht aufgefallen, weil da war gar nicht zu viel Zeit zum Nachdenken. Aber nichtsdestoweniger, ihr habt gemerkt, es gab heute keinen Stream, weil ich erst kurz nach 9 fertig geworden bin und das ist ja fantastisch. Während ich die Aufnahme starte, fährt da so ein Moped vorbei, es ist herrlich. Und ja, es tut mir leid, aber bei den Temperaturen ist das Fenster weit offen. Kann ich leider nicht ändern, Stream ist leider ausgefallen, weil ich eben erst ready geworden bin, von daher... Ja, lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Wir müssen mit Fahrzeuggeräuschen leben, wo ich eigentlich noch gehofft habe, dass wir die hier und heute nicht ganz so oft vernehmen müssten. Aber naja, was soll ich dazu sagen? Wir werden übrigens diesen ganzen Spaß hier natürlich im Genocide spielen, wie man das schon am Anfang mitbekommen hat, und deswegen werde ich dieses Level das erste Mal seit, keine Ahnung, sehr schön, seit Urzeiten, sehr schön, mal wieder normal durchspielen. Es geschehen noch Zeichen und Wunder, aber ja, wir werden das hier wirklich mal spielen wie intended, einfach um alles umzubringen, was hier kreucht und fleucht. Sollte ich das sprengen? Das ist der erste Tod, oder? Das ist der erste Tod. Nein, das ist nicht der erste Tod. Aber ich musste es nochmal probieren. Ich musste einfach. Es gab keine Möglichkeit, dass ich es nicht probiere. Aber ich kann leider schon mal so viel sagen, der Part hier und heute, der wird kürzer werden. Nicht, weil ich das zwangsläufig möchte. Ja, das möchte ich natürlich nicht. Aber wir haben halt, wie gesagt, schon inzwischen 8:45. Und das war ein super geiler Sprung. Also ich habe keine Ahnung, wie mir dieser Sprung hat gelingen können, aber ja, ich bin einfach ein Genie, wie man so schön sagt. Aber ja, das war heute mitunter einer der anstrengendsten Tage überhaupt. Wow, 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 wow. Da wäre ich fast reingesprungen. Aber gut, aber gut. Also nicht gut. Aber trotzdem irgendwie gut, weil ich lebe ja noch. So, ich glaube, dass... was auch immer ich hier treibe. Oh, falsche. Ich habe keine Ahnung, was das war. Es tut mir leid. Ich bin müde. Ja. Es tut mir auch leid wegen dem Livestream, aber wenn ich erst um 9 Uhr mit den Sachen fertig bin, dann kann ich bedauerlicherweise... Und das tut mir so ein bisschen leid. Ja, da... Oh, da war noch ein dritter Skype. Ich war mir unsicher. Aber... Oh, ich habe darüber gespeichert, oder? Ja, natürlich. Der Klassiker. Einfach durcheinander bringen. Gut, dass aktuell gar kein... Pacifist Run. Wie weit möchtest du nach unten fallen, Chicardi-Netzwerk? So, ja, kann man machen. So. Ich hoffe einfach mal, dass die
Autogeräusche im Hintergrund tendenziell eher nachlassen, anstatt... Oh wow, ich habe das überlebt. Okay. Das hatte ich mir anders oder besser vorgestellt. Eins davon. Wir werden trotzdem den Weg da oben nehmen. Und es ist genau das passiert, was ich schon gehofft habe, dass ich den Bluebird da ein bisschen festsetze. Jetzt müssten wir einfach nur... Und mit einfach nur meine ich, wir müssten diesen Skyfish da oben noch kriegen. Was problematisch sein dürfte. Das ist irgendwie so das große Problem an diesem Level. Wow. Ich habe irgendwie gedacht, ich würde den Sprung nicht hinkriegen. Kommt da schon wieder ein Moped-Fahrer an? Naja, fast. Eieiei. Wisst ihr, es war wirklich still gewesen. Still. Ich muss irgendwann mal gucken, wer das ist, weil ich glaube, das ist wirklich immer derselbe. Ach, willst du mich verarschen? Aber, oh, ich habe nicht gespeichert. Habe ich überhaupt irgend... Ach, cool. Hä? Ich habe den falschen Speicherstand geladen. Wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, dass irgendwas not right. Da sieht man mal, wie kaputt die Konzentration ist. Would you kindly... Ich hatte schon die Befürchtung, dass ausgerechnet Skypass zu einem Problem werden dürfte. Es ist echt unfassbar, wie die Autos erst so extrem fahren, wenn ich aufnehme. Oder mir fällt es, und das ist wahrscheinlich eher der Fakt oder der Fall, dass... ich jetzt natürlich, jetzt wo ich aufnehme, mehr darauf achte. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, man von Chicali-Netzwerk, ist das eigentlich immer auf der Arbeit so, dass du 10 Stunden komplett durcharbeitest, ohne auf die Toilette zu gehen? Oder nur einmal auf die Toilette zu gehen und nichts zu essen? Die Antwort darauf lautet, nein, das ist nicht normal, obwohl ich nicht immer dazu komme, Pausen zu machen. Also ich hasse dieses Skyrace jetzt schon. Ist halt im Moment so, dass einige Leute erstmal sterben, dass einige Leute auf der Arbeit fehlen. Und ja, heute war halt so ein Tag, wo man das sehr sehr stark gemerkt hat, dass Leute fehlen. Would you kindly? Entschuldigung. Bin womöglich dezent unentspannt, weil mich mein Bett ruft und Skypest halt einfach Skypest ist. Hallo. Boah, meine Güte. Wer packt denn 3 Skypests dahin? Welcher wahnsinnige, verrückt wahnsinnige. Okay, wir werden das jetzt irgendwie versuchen zu cheesen. Wenn ich diesen Knaben denn mal treffe. Ha, ich habe durchgeschossen. Oder sah das nur so aus? Ich meine, ich habe schon mehr als genug Schuss. Darf halt nicht vergessen, dass noch San Diego kommt. Und
Palmwood of the Forbidden. Das wird auch lustig. Da jeden einzelnen Skypass zu erwischen. Und irgendwie verliere ich gerade so ein bisschen die Geduld mit diesen einzelnen Skypass da. Have a seat, my friend. Have a seat. Ja, also ich verstehe gar nicht, warum die Leute so viel Spaß mit dieser Serie haben. Ich finde es einfach nur furchtbar. Ja, ich weiß, ich verschwende gerade Munition, aber auf der anderen Seite. Hallo. Die Reflexe sind zumindest noch einigermaßen am Start. Ey, das gibt's doch nicht. Skypest! Take a seat! Ja, und wie geht's euch so? Ich würde das ja jetzt offline machen, beziehungsweise offscreen. Das Problem ist, ich habe dafür nicht die Zeit. Ah, ich meine, sonst wäre es voll die Option, jetzt einen Cut zu machen und dann ist der Part am Ende 12 Minuten lang. Ich möchte allerdings, dass der sich einfach hinsetzt, damit ich ganz normal fortfahren kann. Kann ich den irgendwie, I don't know, resetten oder so? Oder ist es so ein Skypass, der sich einfach niemals hinsetzt? Was ich nicht glaube. Come on. Boah, dass er sich aber auch prinzipiell nicht hinsetzt, finde ich äußerst unschön. Aber wie geht's euch so? Ja, hattet ihr einen schönen Dienstag? Ich muss sagen, mal davon abgesehen, dass mein Tag, abgesehen von dem Schlaf, eigentlich nur aus Arbeit bestanden hat, war eigentlich ganz okay. Also ich habe leider ein, zwei entscheidende Dinge heute vergessen, was bei dem Stress nicht weiter verwunderlich ist. Aber naja, was will ich machen? Besonders wenn das halbe Büro fehlt und mit einem, ja gut, das bedeutet eigentlich nur, dass eine Person fehlt. Das ist aber schon eine ganze Menge. Kriege ich den irgendwie mal hier hin oder irgendwo anders hin? Hauptsache, dass der sich setzt. Jetzt hätte ich fast gespeichert. Komm schon, es ist lang genug, Skypest. Lang genug. Ich glaube, ich mache das jetzt schon seit. Ja, ich glaube, seit der Hälfte des Parts mache ich das jetzt hier schon. Es wäre also schön, wenn du dich erbarmen würdest und dich hinsetzt. Ernsthaft? Ernsthaft? Ausgerechnet dann, wenn ich mal nicht springe? Du kleiner mieser Heslon. Ist der irgendwie so programmiert, dass der sich nicht hinsetzen soll? Ich meine, er hat es bisher einmal getan. Einmal ist gefühlt keinmal. Komm schon, du musst dich nur einmal hinsetzen. Einmal. Mann, sieht immer so ganz knapp aus. Ich habe immer noch die
die Hoffnung, dass, dass irgendwie was Entscheidendes an der Pattern fällt. Yes! Yes! Oh mein Gott! Es hat ja 100 Jahre gedauert. Okay, gut. 8 Minuten ist das neue... das hat 100 Jahre gedauert. I feel that. I do. I really, really do. So, wir machen uns das jetzt ein bisschen einfacher, um ein bisschen Zeit reinzuholen. Ja, wir springen erstmal in den Bluebird. Guter Plan. Ich wollte gerade sagen, that's the best idea ever. Meine Güte. Wir wollen Zeit sparen, indem wir sterben, apparently. So. Gut, dann... Der ist da oben, das ist kein Problem. In fact, das ist für uns tatsächlich hilfreich. Wir gehen jetzt mal einen Weg, den wir schon längere Zeit nicht mehr gegangen sind. Und inzwischen bin ich davon überzeugt, dass wir nur noch... Crystals hinkriegen. Okay, den muss ich später noch erledigen. Wir werden jetzt erstmal diesen regulären Weg gehen, um die alle auszuschalten. Aha. Close enough. Okay, vielleicht sollte ich doch mal speichern, wenn hier ein Skyper ist, der rumfleucht. Ach, wenn der eine nur relativ zeitnah sitzen geblieben wäre, dann wären wir etwas besser in der Zeit, aber wie das immer so ist. Skypass ist wirklich auch von diesem Run hier, the bane of our existence. Und gut, ich meine, da kommen wir jetzt runter zu Lucky, ne? Also haben wir hier alles gemacht, wunderbar. Dann gehen wir jetzt auf die andere Seite. Und da müssen wir natürlich auch alles umbringen. Ich habe das Gefühl, wir schaffen irgendwo heute Kristallos. Also, ich meine, das ist ja jetzt nicht schlimm oder so. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Kristallos nicht ein Level ist, das durchaus mal dauern kann. Aber das war schon grenzwertig. Das war schon wirklich, wirklich grenzwertig. Gut, da habe ich richtig geschaltet. Da habe ich auch richtig geschaltet. So, dann haben wir den Skypest hier. Und hier gibt es auch eine kleine Premiere. Wow. Ja, da hätte ich fast reingestuhlt, weil ich so schockiert war, dass Skypass sich da hinlegt. Wunderbar, wunderbar. Fühlt sich auch mal ganz nett an, alles umzubringen. Ich glaube, ich muss warten. Ne, das war nicht. So, das war dieses Mal richtig. Gut, gut, gut. Dann fehlt nicht mehr viel. Aber wir hätten fast noch ein zweites Level spielen können, wenn dieser Clown nicht gewesen wäre. So, einen Jawbreaker nehmen wir noch mit. So, ich würde mal sagen, die Party holen wir mal hier rüber. Gut, den stunnen wir, because why not though? Ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ich die zumindest, sehr schön gemacht, zumindest mal stunne. Nice. So, dann begeben wir uns in die letzte Etappe. Wie einfach diese eine Skypest 50% von dem Video ausmacht. Ne, das hätte fast funktioniert. Aber fast ist halt leider nicht. Es hat funktioniert. One.
Typ. Ah, die Punkte nehme ich einfach mal mit. Auch interessant, dass da diese Plattformen da sind. Komm mal her. Zack. Und wir sind am Ende. Wunderbar. Jetzt ist es halt leider so, dass wirklich nur ein einziges Level in diesen Part gewandert ist. Hatte eigentlich noch die Hoffnung, dass wir vielleicht zwei daraus machen könnten. Ich bin aber leider so müde, dass ich sage, naja, lohnt sich jetzt nicht so. Und da habe ich, glaube ich, beim letzten Part noch gesagt, ich versuche das nächste Mal einen XXL-Part zu machen. Aber ihr seht schon, wir haben einiges jetzt geschafft und wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Ich hoffe, das tut ihr auch. Und es tut mir leid, dass der Stream ausgefallen ist. Ich weiß, das liegt nicht immer in meiner Macht. Und besonders, wenn ich versuche, irgendwie alle Sachen irgendwie mit meinem Leben zu vereinbaren, wird es ein bisschen schwierig. Und sagen wir mal so, dieser kurze Part ist quasi Kompromiss von heute. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe mal, ich habe das irgendwie erreicht. Ich werde das jetzt so überschaubar wie möglich schneiden, damit ich das heute noch hochladen kann, weil wir am 9:55, das ist normalerweise so die Zeit, wo ich dann jetzt noch Essen für morgen mache und dann gehe ich auch schon schlafen. Dann geht es wieder los und ich hoffe einfach, dass der morgige Arbeitstag deutlich entspannter wird. Nicht nur etwas entspannter, sondern deutlich, weil ich glaube, ich brauche doch mal ab und zu zwischendrin Pause. Weil nach so 10 Stunden, ich war einfach nur erschlagen. Aber erneut, lange Rede, überhaupt keinen Sinn, so wie immer. Ich würde sagen, grüßt mir die Sonne und macht's gut. Ciao, ciao.